Herzlich willkommen am Institut für Germanistik der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf im Bachelorstudiengang im Seminar Semantik. Ich bin Simon Kasper und in diesem Video und in den Videos, die folgen werden, bereite ich jeweils die Lektüretitel auf, die den einzelnen Seminarsitzungen zugrunde liegen. Alles Weitere findet dann auf unserer Lernplattform und auf unseren anderen Kommunikationswegen statt. Ein einführendes Seminar in die Lehre von den sprachlichen Bedeutungen beginnt sinnvollerweise mit generellen Überlegungen über den Begriff des Zeichens, mit semiotischen Fragen also. Und in dieser ersten Sitzung wird es also um Zeichentheorie gehen. Dies hier ist die zugrunde liegende Einführungsliteratur für heute. Wir sehen eine Form im Sand. Wir sehen ein Fieberthermometer mit einem Quecksilberpegel, der sich auf einer mit Strichen und Zahlen versehenen Linie auf und ab bewegt. Wir sehen, dass eine Biene Pollen von Blumen holt, zum Stock zurückfliegt, dort etwas für die anderen Bienen Wahrnehmbares tut und dann alle Bienen zu den Blumen fliegen und Pollen holen. Wir sehen einen Blitz. Ich ergänze, wir hören einen Donner. Wir sehen ein rotes Licht als eines von drei unterschiedlich farbigen Lichtern. Und wir lesen, wir sehen einen Blitz. Gibt es etwas, was all dem, was wir hier sehen, gemeinsam ist? Wir können in einer ersten Annäherung, aber gleichzeitig auch etwas voreilig sagen, es sind Zeichen. Und wenn es diesen im weitesten Sinne Dingen gemeinsam ist, dass sie Zeichen sind, dann werden sie als Zeichen auch irgendetwas anderes anzeigen oder repräsentieren, also etwas, das nicht sie selbst ist. Alle möglichen Arten von Zeichen sind Gegenstand der wissenschaftlichen Disziplin der Semiotik. Die menschliche Sprache ist sogar ein System von Zeichen. Aus der Perspektive der Semiotik ist die Linguistik eine Teildisziplin der Semiotik. Sie ist allerdings nicht irgendeine der semiotischen Wissenschaften, sondern hat einen Sonderstatus, weil die menschliche Sprache das wahrscheinlich komplexeste Zeichensystem überhaupt ist. Und die Linguistik die am stärksten ausgearbeitete und am weitesten ausdifferenzierte semiotische Disziplin. Vor diesem Hintergrund ist die Linguistik diejenige Disziplin, in der semiotische Fragestellungen beispielhaft für die Analyse anderer Zeichensysteme abgehandelt werden. Der Zeichenbegriff ist der semiotische Grundbegriff schlechthin. Auch die Linguistik ist auf einen Zeichenbegriff angewiesen. Und zentraler Bestandteil aller semiotischen Disziplinen ist auch die Bedeutung von Zeichen. Innerhalb der Linguistik behandelt die linguistische Semantik, neben der Pragmatik, die Bedeutung sprachlicher Zeichen. Der zentrale Status des Zeichens ist auch für die Linguistik der Grund, warum ihr Semantikseminar mit der Semiotik anfängt. Schauen wir uns als nächstes Zeichen genauer an. Was muss gegeben sein, damit etwas als Zeichen funktioniert?
Welche Relationen zwischen verschiedenen Dingen werden dabei etabliert? Wenn etwas ein Zeichen ist, dann zeigt es etwas anderes an, repräsentiert etwas anderes. Diese Beziehung zwischen einem Zeichen und dem, was es anzeigt oder repräsentiert, wurde in der scholastischen Philosophie des Mittelalters als Beziehung der Stellvertretung verstanden. Das Zeichen steht stellvertretend für das, was es bezeichnet. Oder lateinisch aliquid stat pro aliquo. Irgendetwas steht für irgendetwas anderes. Etwas ist also ein Zeichen, wenn es für etwas anderes steht. Hier auf einer Merkfolie, die immer grau hinterlegt sind. Wir sehen eine Form im Sand. Wir denken an einen Fuß, den wir gerade nicht sehen. Zeichen können einem Zeichenbenutzer etwas Abwesendes präsent machen, vergegenwärtigen, vermitteln, repräsentieren, ohne dass die Zeichen dieses Repräsentierte selbst sind. Im Wort vermitteln kommt das Mittel vor, das mit dem lateinischen Wort Medium verwandt ist. Ein Zeichen fungiert also als Medium. Wir sehen das Fieberthermometer mit einem bestimmten Quecksilberpegel. Wir denken an zu hohe Körpertemperatur. Auch das Fieberthermometer macht uns etwas präsent, was wir gerade nicht wahrnehmen. Es repräsentiert zu hohe Körpertemperatur. Aber es ist nicht zu hohe Körpertemperatur. Wir lesen, wir sehen einen Blitz. Tatsächlich sehen wir aber gar keinen Blitz. Aber das Zeichen, wir sehen einen Blitz, erlaubt es uns, uns vorzustellen, dass wir einen Blitz sehen. Die Stellvertreterfunktion macht Zeichen besonders praktisch. Das gilt insbesondere für das wichtigste und komplexeste Zeichensystem, die menschliche Sprache, in dem wir nämlich sprachliche Zeichen für alles Mögliche einsetzen. Machen wir uns die ganze Welt verfügbar, wir können damit alles repräsentieren, ohne dass es dafür anwesend sein muss. Stellen Sie sich vor, Sie könnten nicht mit Stellvertretern kommunizieren. Sie müssten Ihrer Gesprächspartnerin alles mitbringen, was Sie kommunizieren möchten. Zum einen bräuchten Sie dafür ein Inventar wie der Witcher, und zum anderen wäre ganz unklar, wie Sie über etwas anderes als konkrete Gegenstände kommunizieren könnten. Uns allen ist aber klar, dass wir ebenso über fiktive Gegenstände, über keinen bestimmten Gegenstand und vor allem über ganze Sachverhalte sprechen. Oder versuchen Sie mal, die Erwartung aus Ihrem Inventar zu holen, dass Ihr Linguistikstudium eine spannende Angelegenheit sein wird, um sie einer Gesprächspartnerin vorzuführen. Die Kehrseite davon, dass wir mit sprachlichen Zeichen alles repräsentieren können, dass die Zeichen aber nicht die Dinge sind, für die sie stehen, ist, dass wir über die Dinge und Sachverhalte wirklich nur vor dem inneren Auge verfügen, dass uns das Zeichen aber nicht erlaubt, auf das Bezeichnete selbst einzuwirken oder es zu verändern. Wir können so oft Break the Power sagen, wie wir möchten, aber dadurch brechen wir die Machtstrukturen nicht. Die Machtstrukturen sind erstmal unabhängig von unserem Stellvertretergebrauch. Nur das, was der liebe Gott sagt, wird wahr, sobald er sagt, es werde dieses oder jenes. Die linguistische Teildisziplin der Semantik ist zwar noch jung, aber man denkt schon seit weit über 2000 Jahren über die Bedeutung und die Natur von Zeichen im Allgemeinen und von sprachlichen Zeichen im Besonderen nach.
Manche semantischen Lehrbücher handeln die Zeichentheorien von historischen DenkerInnen mit ein, zwei Zitaten ab, obwohl diese sich zum Teil sehr differenziert dazu geäußert haben. Beurteilen Sie also Aristoteles, Augustinus oder Leibniz nicht aufgrund von ein, zwei Zitaten, die Ihnen präsentiert werden. Lesen Sie sie lieber selbst. Wir sind immer noch bei der Stellvertreterfunktion von Zeichen. Fragen wir uns jetzt, welche Bedingungen eigentlich erfüllt sein müssen, damit etwas für etwas anderes einstehen kann, es repräsentieren kann. Schauen wir dafür kurz auf Aristoteles. Aristoteles hat das Geschriebene als ein Zeichen für das gesprochene Wort begriffen. Und das gesprochene Wort hat er wiederum aufgefasst als Zeichen für die Affektionen in der Seele. Wir würden heute sagen für kognitive Vorgänge, für Gedanken und Konzepte. Und die kognitiven Vorgänge sind wiederum Abbilder der Dinge. Das bringt uns jetzt zum Nachdenken über so einiges. Zunächst mal, wo finden wir denn hier das Aliquid stat pro aliquo? Was ist denn hier eigentlich Stellvertreter wovon? Schauen Sie die gestrichelten Linien an. Aristoteles sagt hier nicht, das gesprochene Wort ist ein Zeichen, ein Stellvertreter für Dinge, sondern das gesprochene Wort ist ein Stellvertreter für unsere kognitiven Vorgänge und diese sind Abbilder von den Dingen im weitesten Sinne. Das gesprochene Wort, also gesprochene Sprache, ist nur indirekt mit den Dingen verbunden, nämlich über etwas, das denken oder vorstellen kann und die Verbindungsstation zwischen Dingen und gesprochener Sprache darstellt. Und da Aristoteles das Geschriebene als Zeichen für das Gesprochene begreift, ist die Verbindung zwischen dem Geschriebenen und den Dingen noch indirekter als die zwischen dem Gesprochenen und den Dingen. Das Geschriebene ist ein Zeichen für das Gesprochene, das Gesprochene für kognitive Vorgänge und kognitive Vorgänge sind Abbilder von den Dingen. Hieran ist einiges interessant. Zum Beispiel, warum sind denn das Geschriebene und das Gesprochene nicht beide unmittelbar Zeichen für die kognitiven Vorgänge? Diese Frage wird uns nicht weiter beschäftigen. Auf eine andere Frage werden wir aber zurückkommen, nämlich wie verhält sich eigentlich zueinander Zeichen von etwas zu sein und Abbild von etwas zu sein? Aristoteles benutzt hier verschiedene griechische Ausdrücke für die Beziehung zwischen dem gesprochenen Wort und den kognitiven Vorgängen auf der einen Seite und zwischen den kognitiven Vorgängen und den Dingen auf der anderen Seite. Wie gesagt, wir werden darauf zurückkommen. Es ist hier also schon ganz schön kompliziert. Das eine kann Zeichen für etwas anderes sein, dieses andere kann dann aber wiederum ein Zeichen für etwas Drittes sein. Und man kann anscheinend verschiedene Arten von Zeichen oder von Stellvertretung annehmen. Das, was hier Zeichen gegenüber Abbild genannt wird. Schauen wir uns noch eine andere Zeichencharakterisierung an, von Augustinus. Ein Zeichen ist nämlich eine Sache, die außer ihrer sinnfälligen Erscheinung aus ihrer Natur heraus noch einen anderen Gedanken nahelegt. Sehen wir zum Beispiel eine Spur, so denken wir uns, es sei das Tier vorübergegangen, dessen Spur es ist. Oder sehen wir Rauch, so erkennen wir, dass auch Feuer in der Nähe ist. Hören wir die Stimme eines Tieres, so können wir daraus auch einen Schluss auf seine Gemütsstimmung ziehen. An dem Ton der Kriegstrompete erkennen die Soldaten, ob sie vorrücken oder sich zurückziehen oder eine andere zur Schlacht gehörige Bewegung vollführen sollen. Augustinus macht uns auf etwas aufmerksam, das wir vielleicht leicht vergessen. Wenn eine Sache überhaupt als ein Zeichen fungieren soll, für etwas stehen soll, dann muss es dafür jemanden oder etwas geben, das diese Sache so wahrnimmt, wie sie ist,
und außerdem von ihr zu einem Gedanken an etwas anderes gebracht wird, das nicht wahrnehmbar zu sein braucht. Anders gesagt, etwas ist nicht schon aus sich heraus ein Zeichen, sondern erst dadurch, dass jemand oder etwas diese Sache als Zeichen behandelt und einen sogenannten Referenzbezug zu einem Bezugsgegenstand im weitesten Sinne herstellt. Damit etwas ein Zeichen sein kann, muss es also eine Sache geben, die wahrnehmbar ist, und diese Sache muss für jemanden, der der Wahrnehmung fähig ist, auch wahrgenommen werden. Und zusätzlich muss diese Sache in dem wahrnehmungsfähigen Wesen einen Gedanken an etwas Drittes hervorrufen, das nicht wahrnehmbar zu sein braucht. Diese Sachen hier sind also für uns Zeichen, weil wir ihre Eigenschaften wahrnehmen. Eine bestimmte Form im Sand, ein Bewegungsmuster der Biene, ein rotes Licht und so weiter. Und weil sie in uns bestimmte Gedanken hervorrufen, die andere sind als die wahrgenommenen Eigenschaften. Ein Fuß, erhöhte Temperatur, der Ort von Blüten, die Aufforderung, stehen zu bleiben und so weiter. Einen Donner konnte ich hier schlecht abbilden, aber der Donner wäre hier ein Zeichen für den Blitz. In der über 2000-jährigen Geschichte, in der man sich semiotische Gedanken gemacht hat, war die meiste Zeit klar, was für eine Art von Sache das Aliquid der Stellvertreterbeziehung war, also das Zeichen selbst, nämlich etwas Konkretes, etwas Wahrnehmbares. Dagegen wurde schon länger diskutiert, wofür Zeichen jetzt eigentlich stehen, was das Aliquo eigentlich ist. Konzepte, von denen bereits die Rede war, waren etwas Nicht-Wahrnehmbares, die Dinge, Affektionen der Seele, also kognitive Vorgänge im weiteren Sinne, Gedanken oder als Beziehung zwischen drei Elementen konzipiert, die Dinge, aber vermittelt über die Affektionen der Seele. Der breiteste Begriff für das Aliquo ist dabei etwas Nicht-Wahrgenommenes. Er enthält alle anderen genannten Elemente. Im klassischen Zeichendreieck der Semiotik wird das sichtbar gemacht. Im Spiel sind nämlich immer drei Seiten. Im klassischen Zeichendreieck ist die eine Seite der Ausdruck, und das ist etwas Wahrnehmbares. Die zweite Seite oder die obere Ecke des Dreiecks, das sind die Gedanken, die Affektionen der Seele oder eben etwas Nicht-Wahrgenommenes. Und die dritte Seite, das sind die Dinge, die Referenzgegenstände, genau das Etwas, das nicht wahrgenommen wird, als Gegenstand in der Welt. Das semiotische Zeichendreieck von Ogden und Richards ist so wichtig, dass ich es hier nochmal auf eine Merkfolie gepackt habe. Die Linie zwischen Ausdruck und Gegenstand ist hier offenbar gestrichelt. Das soll der Einsicht Rechnung tragen, dass ein sprachlicher Ausdruck oder ein anderes Zeichen nur auf Gegenstände im weitesten Sinne bezogen sein kann, wenn diese Zeichenbeziehung durch kognitive Vorgänge vermittelt ist. Sie sind es, die eine Beziehung zwischen zwei Etwassen zu einer Beziehung des Stehens für machen. Bisher haben wir über Zeichenkonzeptionen gesprochen, die das Aliquid, also den Stellvertreter, als etwas Wahrnehmbares und Wahrgenommenes begriffen haben. Das Aliquo, also das, was vom Zeichen vertreten wird, haben wir als etwas Nicht-Wahrgenommenes kennengelernt. Dieses Nicht-Wahrgenommene konnte dann etwas sein, das prinzipiell wahrnehmbar ist, aber aktuell nicht wahrgenommen wird
oder es konnte etwas sein, das aktuell nicht wahrgenommen wird, weil es auch prinzipiell nicht wahrnehmbar ist, wie etwa Gedanken. Begriffe gehören hier auch hin, wir werden aber wann anders über sie sprechen. Es gibt allerdings auch Zeichenkonzeptionen jüngeren Datums, die davon abweichen, so etwa die Logik von Port-Royal. Dort heißt es, das Zeichen enthält genau genommen in sich zwei Ideen, die des Dings, das darstellt, und die des dargestellten Dinges. Seine Natur besteht darin, die zweite Idee durch die erste anzuregen. Machen wir uns klar, was das heißt, denn zumindest mir kommt es etwas kontraintuitiv vor. Wir müssen jetzt nämlich noch mehr unterscheiden. Arnaud und Nicole begreifen hier nämlich das stellvertretende Ding als eine Idee, eine kognitive Größe, das eine andere kognitive Größe hervorruft, nämlich die Idee von dem Ding, das vertreten wird. Es ist natürlich naheliegend, nun anzunehmen, dass die Idee des Aliquids irgendwoher kommt, etwa von einem sinnlich wahrnehmbaren Aliquid, und dass die Idee des Aliquos auch etwas meinen kann, aber nicht muss, das es gibt und das ebenfalls sinnlich wahrnehmbar ist. Das heißt, nach dieser Auffassung gibt es etwas in der Wirklichkeit, das wir wahrnehmen und im Geiste als etwas erkennen, sagen wir einen Fußabdruck im Sand. Und dieses kognitive Konzept eines Fußabdrucks im Sand ruft ein anderes kognitives Konzept hervor, nämlich beispielsweise dasjenige von einem bestimmten oder keinem bestimmten Fuß, der den Abdruck verursacht hat. Und dieses Konzept kann in der Wirklichkeit ein wirklicher Fuß sein, oder diesem Konzept kann ein wirklicher Fuß entsprechen. Ebenso hier, wir hören oder sehen eine sprachliche Äußerung und erkennen sie kognitiv als sprachliche Äußerung. Dadurch wird ein Konzept dessen hervorgerufen, was die Äußerung aussagt, und dieses Konzept kann, muss aber nicht auf ein Phänomen der Wirklichkeit bezogen sein. Eine für die Intuition vielleicht herausfordernde Konsequenz davon ist, dass die konkrete wahrnehmbare Äußerung dann gar nicht mehr das Zeichen ist. Etwas leichter anzuerkennen ist, dass ein Zeichen nicht immer etwas Konkretes, Wahrnehmbares repräsentiert, sondern das Zeichen, die ganze Beziehung zwischen etwas und etwas anderem, das es vertritt, ist ein rein geistiges Phänomen. Diese komplexe Zeichenkonzeption, nach der sich das Zeichen rein kognitiv konstituiert, kann uns nun wiederum auf weitere Merkmale des menschlichen Zeichengebrauchs aufmerksam machen, nämlich auf die Beziehung zwischen dem äußeren Aliquid-Gegenstand und dem mentalen Konzept des Aliquids. Auch hier hilft am besten ein Beispiel. Wir sehen auf der linken Seite untereinander sieben Etwasse, die für uns in bestimmten Hinsichten ähnlich und in anderen Hinsichten unterschieden sind. Jedes dieser sieben Etwasse ruft in uns aber mittelbar den Gedanken oder die Vorstellung hervor, dass wir einen Blitz sehen. Das zeigt uns aber, dass für das Zeichen in unserem Kopf, wir sehen einen Blitz, manche Eigenschaften des äußeren Gegenstandes, also der konkreten Äußerung hier auf der linken Seite, irrelevant sind und andere relevant sind. Ich sage es mal so, solange wir da noch erkennen, wir sehen einen Blitz, sind alle anderen Aspekte an dem wahrnehmbaren Gegenstand, im weitesten Sinne, irrelevant. In der Stellvertreterrolle in unserem Kopf befinden sich dann aber nur die relevanten Aspekte von etwas, nicht die irrelevanten. Man kann das auch so formulieren. Das äußerliche Zeichen geht niemals mit der gesamten Fülle seiner sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaft in die Steht-für-Relation zu dem anderen, auf das es verweist, ein, sondern immer nur hinsichtlich bestimmter, ausgewählter Aspekte.
Wir haben das eben am Beispiel der Schriftarten gesehen. Nach diesem Vorlauf können wir uns jetzt verschiedenen Zeichentypen zuwenden. Vorhin hatte ich gefragt, ob es Gemeinsamkeiten zwischen dem, was wir hier sehen, gibt. Die Antwort war ja, es sind Zeichen. Nun können wir präzisieren, ja, wir behandeln diese Dinge als Zeichen und als nächstes wollen wir noch präziser werden und verschiedene Zeichentypen voneinander unterscheiden. Man kann Zeichen nach verschiedenen Hinsichten typisieren. Wir beginnen mit einer sehr wichtigen Einteilung, die von Charles Sanders Peirce stammt. Peirce hat eine sehr komplexe Philosophie vertreten, in der sehr viele Zeichentypen vorkommen. Diese drei hier haben große Bekanntheit in der Linguistik erlangt. Peirce nennt die drei Zeichentypen Index, Ikon und Symbol. Und sie unterscheiden sich in der Art, in der sie sich auf ihren Bezugsgegenstand beziehen. Mit einem indexikalischen Zeichen haben wir es zu tun, wenn wir etwas als die Wirkung von etwas anderem behandeln, wenn es in einem Folgeverhältnis zum Bezeichneten oder Gemeinten steht. Wir schließen von der Wirkung auf ihre Ursache. Typische Beispiele sind etwa die folgenden: Rauch als Index für Feuer, Torkeln als Index für Trunkenheit, Lachen als Index für Freude, die Stimmqualität als Index für Geschlecht und vielleicht Alter, Donner für Blitz, eine Form im Sand als Index dafür, dass etwas sich in den Sand hineingedrückt hat. Weitere Beispiele sind kriminalistische Indizien und medizinische Symptome. Weil diese Zeichen gemeinhin kausale Beziehungen zu etwas hegen und wir annehmen, dass gleiche Ursachen stets gleiche Wirkungen zeitigen, halten wir den Schluss von Wirkungen auf Ursachen auch stets für zuverlässig. Nicht immer werden Indexe als Zeichen behandelt, man kann sie auch als Anzeichen begreifen. Hier haben wir das in der Form des semiotischen Dreiecks angezeigt. Der Donner als Zeichen für den Blitz oder als Anzeichen, als Index für den Blitz. Genau wie hier mit dem Fieberthermometer, der Quecksilberpegel und die erhöhte Temperatur. Kommen wir zum Ikon. Mit einem ikonischen Zeichen haben wir es zu tun, wenn wir in einem solchen Zeichen eine bestimmte Ähnlichkeit in einer bestimmten Hinsicht zu einem Gemeinten oder Bezeichneten feststellen. Solche Ähnlichkeiten können durch alle möglichen Weisen der Sinneswahrnehmung hergestellt werden. Visuell zwischen einem Porträt und dem Porträtierten, einem verwachsenen Baumstamm und einem alten Gesicht, auditorisch zwischen einer Lautäußerung und dem lautlich Nachgeahmten, olfaktorisch zwischen einem künstlich hergestellten Lockstoff und dem natürlichen Lockstoff eines Tiers und so weiter. Sie können auch in zeitlichen Abbildverhältnissen bestehen. Das zeige ich gleich. Beim Fußabdruck stellen wir eine optische Ähnlichkeit her. Wir erkennen etwas als Fußform und dies ruft in uns die Vorstellung eines Fußes hervor. Dieser Fuß kann, muss aber nicht mit einem bestimmten menschlichen Fuß übereinstimmen. Ihnen ist doch wahrscheinlich nicht entgangen, dass ich die Beziehung zwischen einer Form im Sand und dem, was sich in den Sand gedrückt hat, eben schon als indexikalische Zeichenbeziehung genannt hatte. Das stimmt auch. Der Abdruck im Sand ist ein Index für das Abdrücken von etwas im Sand. Aber ebenso ist die Form des Abdrucks im Sand eine Fußform und als solche ein Ikon eines Fußes. Daran lässt sich eine wichtige Sache verdeutlichen, nämlich etwas ist nicht von Natur aus ein Index oder ein Ikon oder auch ein Symbol.
sondern diese verschiedenen Zeichentypen können sich für ZeichenbenutzerInnen an einer einzigen Sache manifestieren, nämlich weil sie sich an verschiedenen Aspekten dieser Sache manifestieren. Das Indexikalische an dem Abdruck im Sand ist, dass da überhaupt ein Abdruck ist, der da nicht ohne Ursache hingekommen sein soll, und das Ikonische besteht in der konkreten Form, den der Abdruck hat, nämlich von einem menschlichen Fuß. Für Ikone ist dazu noch etwas wichtig. Sie können etwas als Ikone nämlich nur erkennen, wenn Sie schon wissen, wie das, was es abbildet, aussieht. Wenn Sie nicht wissen, wie Füße aussehen, dann erkennen Sie auch kein Ikon als Abbildung eines Fußes. Beim zweiten Beispiel stellen wir als ZeichenbenutzerInnen tatsächlich eine Ähnlichkeit in der zeitlichen Organisation her. Wir hören oder lesen oder sehen gebärdensprachlich: Er ging raus und sang. Wir erfassen an diesem Ereignis das Merkmal, dass er ging zuerst geäußert wurde und danach und sang. Die zeitliche Abfolge in dieser wahrgenommenen Äußerung ruft in uns die Vorstellung hervor, dass er zuerst rausging und dann draußen sang. Dem kann entsprechen, muss aber nicht entsprechen, dass er zuerst rausging und dann sang. Ein drittes, aber strittiges Beispiel für ikonische Zeichen sind sogenannte onomatopoetische Ausdrücke wie Kikeriki, bei denen mit den Mitteln einer Einzelsprache nicht sprachliche Phänomene nachgeahmt werden. Wir hören, lesen oder sehen in Gebärdensprache einen Ausdruck Kikeriki und wir erkennen an diesem Phänomen ein Hahnenrufimitat. Es ruft in uns die Vorstellung eines Hahnenrufs hervor, der einem konkreten Hahnenruf entsprechen kann, aber nicht muss. Warum sind onomatopoetische Ausdrücke als Ikone strittig? Nun, weil die Hahnenrufimitate und viele andere solcher Ausdrücke historisch nicht lautmalerisch waren, in anderen Sprachen auch anders klingen und deutlich von deren phonemischen und suprasegmentalen Strukturen geprägt sind. Oder glauben Sie wirklich, dass deutsche Hähne Kikeriki und englische Cock-a-doodle-doo machen? Andererseits sind auf der Folie verschiedener Lautsysteme eine Ähnlichkeit in anderen Hinsichten unbestreitbar. Und das ist dann das Definitionsmerkmal von Ikonen. Ikonen, wie alle anderen Dinge oder wie alle anderen Zeichen, sind eben nicht die Dinge, die sie bezeichnen. Und deshalb braucht ein Hahnenrufimitat auch nur in einer Hinsicht zu ähneln, in anderen aber nicht. Deshalb lässt sich auch gut dafür argumentieren, dass onomatopoetische Ausdrücke tatsächlich Ikone sind. Und ein letztes Beispiel, sogenannte Piktogramme, sind Zeichen, die etwas in vereinfachter Form grafisch darstellen. Das wird oft mit ikonischen Darstellungen umgesetzt. Dieses Piktogramm hier stellt nicht eine Person ohne Unterleib und mit fehlgebildeten Beinen dar. Es stellt ein Baby mit Windeln dar und verweist auf einen Wickelraum. Da sehen Sie auch schon gleich die Kehrseite der Vereinfachung. Indem Sie von einer Darstellung Merkmale wegnehmen, kann sie je mehr darstellen. Deshalb sind solche Piktogramme meistens in ganze Piktogrammsysteme eingebunden. Wenn Sie andere Piktogramme mit derart stilisierten Figuren kennen, wovon ich ausgehe, dann erkennen Sie das hier auch als Baby, weil Erwachsene, oft sexistisch nach Geschlechtern getrennt, andere Proportionen aufweisen. Und dass das Baby hier eigentlich auf einen Wickelraum verweist, geht aus der Darstellung des Windelbabys gar nicht ikonisch hervor. In dieser Hinsicht ist das Bild nicht mehr ikonisch, aber auch nicht indexikalisch, weil das Babyzeichen weder Ursache noch Wirkung eines Wickelraums ist. Und damit kommen wir zum dritten Zeichentyp, dem Symbol. Mit einem Symbol haben wir es zu tun, wenn etwas konventionell
für etwas anderes steht, ohne in einer Ähnlichkeits- oder Folgebeziehung mit ihm zu stehen. Das heißt, die Zeichenfunktion eines Symbols beruht auf Übereinkunft, ist willkürlich und könnte prinzipiell auch eine andere oder gar keine sein. Die wichtigsten Vertreter des Zeichentyps Symbol sind sprachliche Zeichen. Das Katze Katzen bezeichnet und Hund Hunde geht weder aus den Merkmalen der Ausdrücke hervor, noch aus den Merkmalen der Gegenstände, noch aus der Beziehung zwischen den Merkmalen. Zwischen den Zeichen und ihrem Bezeichneten besteht weder ein Ähnlichkeits- noch ein Folgeverhältnis. Es spricht deshalb prinzipiell nichts dagegen, dass Hunde das Hund Katzen und Katze Hund bezeichnen könnte. Und in anderen Sprachen und anderen Zeiten werden Katzen und Hunde ja auch tatsächlich anders bezeichnet. Es gibt auch Ikonizität in der Sprache, etwa zwischen der zeitlichen Abfolge in der Äußerung und der zeitlichen Abfolge in dem, was ausgesagt wurde. Aber die Ikonizität ist in der Sprache der Symbolizität weit nachgeordnet, zumindest nach der Mehrheitsmeinung. Lautmalerische Ausdrücke, Onomatopoetika, sind, wie schon gesagt, strittig. Für manche LinguistInnen sind die Ähnlichkeiten zwischen solchen Ausdrücken und dem Gemeinten zu gering, um als Ikon zu gelten. Sie behandeln Onomatopoetika als Symbole. Die Ampellichter haben, obwohl Rot auch als körperliches Alarmsignal und Grün als Entspannungssignal fungieren, hauptsächlich Symbolcharakter. Dass die Lichter vertikal angeordnet sind, ist willkürlich und auch, dass die Farben ihre Funktionen tauschen, ist leicht vorstellbar. Aus Schriftsystemen ist die Entwicklung von ikonischen zu symbolischen Zeichen bekannt. Das ist der Übergang von Zeichen, bei denen wir noch eine Ähnlichkeit zum Bezeichneten erkennen, zu Zeichen, bei denen wir die Ähnlichkeit nicht mehr erkennen. In diesem Moment wird das Zeichen dann konventionell. Man muss dann die Verbindung zwischen Zeichen und Bezeichnetem auswendig lernen, denn das Bezeichnete ist aus dem Zeichen nicht mehr erschließbar. Man kann Zeichen nicht nur hinsichtlich der Beziehung, die zwischen aliquid und aliquo besteht, typisieren, sondern auch nach anderen Kriterien, zum Beispiel danach, in welcher Weise sie an der Kommunikation beteiligt sind. Sprachliche Kommunikation besteht aus mehr als nur dem Austausch zwischen sprachlichen Zeichen, zwischen KommunikationspartnerInnen und durch einen kommunikativen Kanal. Wenn wir von der prototypischen Situation sprachlicher Kommunikation ausgehen, dann teilen sich die Kommunizierenden einen Ausschnitt im Raum, einen Ausschnitt in der Zeit, sie sehen einander und so weiter. Kurz, sie teilen eine Kommunikationssituation. In solchen Kommunikationssituationen können wir jetzt wiederum verschiedene Zeichentypen voneinander unterscheiden, aber nach der Hinsicht, in der sie zur Kommunikation beitragen. Da haben wir zum ersten die sogenannten verbalen Zeichen. Das sind die natürlich sprachlichen Zeichen selbst und sie werden hier in ihrer konventionellen Stellvertreterfunktion gemeint. Das haben wir schon gesehen. Das ist also in diesem Moment nichts Neues. Hinzu kommen allerdings nun paraverbale Zeichen. Neben den verbalen Informationen gibt es nämlich auch paraverbale Informationen. Para kommt aus dem Griechischen und heißt bei oder neben. Paraverbale Informationen über die Kommunizierenden sind also solche, die im sprachlichen Medium als Indexe mittransportiert werden, die sich sozusagen beim Sprechen mitmanifestieren oder indem man spricht.
Wenn wir sprechen, mit der Hand schreiben oder Zeichensprache produzieren, vermitteln wir mehr als die verbale Information. Im Falle der Gebärdensprache könnten solche Informationen das Alter und andere körperliche Merkmale der Personen sein, die die Gebärden produzieren. Im Falle der Schrift etwa Informationen über unsere Händigkeit und im Falle der gesprochenen Sprache stimmliche Qualitäten, die beispielsweise auf Geschlecht, Alter oder Krankheit hinweisen könnten. Je indirekter und technisch vermittelter die Kommunikation wird, desto weniger parasprachliche Informationen werden auch übermittelt. Man denke an anonyme Beiträge in einem Google Doc oder ähnliches. Und noch einmal etwas anderes als paraverbale Informationen sind nonverbale Informationen über die Kommunizierenden. Das sind solche Informationen, die nicht im engeren Sinne sprachlich, sondern unabhängig vom sprachlichen Medium indexikalisch vermittelt oder mitvermittelt werden. Darunter zählen beispielsweise Gestik, Mimik, Körperhaltung, Blickkontakt, aber auch Kleidung, Körperschmuck und so weiter. Sofern es sich um Kommunikation in einer gemeinsamen Situation handelt, werden nonverbale Informationen zwangsläufig mitvermittelt. Sie begleiten Sprache, manifestieren sich aber nicht in ihr, im Medium Sprache oder an ihr, wie die paraverbalen Informationen. Hier ist diese Zeichentypisierung noch einmal zusammengefasst. Zuletzt möchte ich noch etwas zur Existenzform von Zeichen präzisieren. Diese Sache ist bis hierhin teilweise implizit geblieben. Bis hierhin haben wir Zeichen entweder als konkrete wahrnehmbare Einheiten oder danach als kognitive Einheiten kennengelernt. Man muss aber neben kognitiven Einheiten, kognitiven Zeichen und wahrnehmbaren Zeichen auch so etwas wie die Virtualität des Zeichens annehmen. Das sprachliche Zeichen Mutter verweist nicht auf eine bestimmte Mutter. Vielmehr existiert es nur virtuell. Es ist eine abstrakte Größe, ein Muster sozusagen, das losgelöst ist von jedem Kontext und von jeder Situation. Es bezieht sich auf keinen bestimmten Gegenstand. Es ist außerdem Teil eines ebenso abstrakten und virtuellen Sprachsystems, in dem es beispielsweise auch zu den Nomen gehört und von Kind, Cousin, Vater und so weiter unterschieden ist. Ein solches abstraktes Muster nennt man auch Type. Das sprachliche Zeichen Mutter ist ein Type. Gegenüber dem virtuellen Muster steht nun die aktuelle Verwendung des Zeichens, und zwar jede einzelne Verwendung. Ein jedes konkretes Vorkommnis des virtuellen Zeichens Mutter nennt man Token. Es ist keine abstrakte, sondern eine konkrete Größe. Es ist nicht losgelöst, sondern immer Teil einer Situation und tritt in einem bestimmten Kontext auf. Es kann sich auf einen bestimmten Gegenstand beziehen. Es ist kein Muster für eine konkrete Verwendung, sondern die Verwendung selbst. Was ein verwendetes Zeichen bedeutet, stellt sich erst vor dem Hintergrund einer Situation und ihrer Stellung innerhalb von anderen Zeichen, in Sätzen oder Texten heraus. Wenn wir bisher davon gesprochen haben, dass der eine Zeichenbegriff das Zeichen als etwas Wahrnehmbares begreift, der andere als etwas Kognitives, dann braucht man bei beiden Zeichenbegriffen trotzdem noch die Unterscheidung zwischen virtuellen Types und den Tokens. Hier ist die Unterscheidung noch einmal zusammengefasst. Virtuelles Muster versus aktuelle Verwendung. Zuletzt soll es kurz um
Zeichengebrauch und Kommunikation gehen. Und zwar um die Frage, ob alles Kommunikation ist, wo auch mit Zeichen operiert wird. Ich werde diese Frage nicht beantworten, ich möchte Sie aber auf bestimmte Probleme hinweisen, die man bei dem Versuch einer Antwort findet. Von Paul Watzlawick stammt die These, man kann nicht nicht kommunizieren. Wir können uns überlegen, wie das mit Zeichengebrauch zusammenhängt. Handelt es sich beispielsweise bei Tagebucheintragungen, bei Selbstgesprächen oder beim Nachdenken um Kommunikation? Man könnte sagen, man kommuniziert mit sich selbst. Man fragt sich etwas und gibt sich Antworten, sozusagen seinem eigenen Selbst zu verschiedenen Zeitpunkten. Andererseits, die Gedanken, die Tagebucheinträge, müssen keinen Kriterien der Explizitheit, der Kohärenz oder der Verständlichkeit genügen. Manche Gedanken kommen ja beispielsweise auch einfach von selbst und so weiter. Kann man dann noch von Kommunikation sprechen? Wie steht es mit nonverbalen und paraverbalen Informationen, also dem, was diese Person hier abseits ihrer sprachlichen Äußerung signalisiert? Klar ist, wir vermitteln solche Informationen, aber ist auch jeder unabsichtliche Index, den man paraverbal oder nonverbal aussendet, Kommunikation? Oder ist Kommunikation nur das, was wir absichtlich mitteilen und was auch bei jemandem ankommt? Kommuniziert die Person, dass es ihr gefällt? Oder kommuniziert sie, dass es ihr nicht gefällt? Oder beides? Auch andere als sprachliche oder körperliche Phänomene zeigen uns etwas an. Sind die Indexe, die durch Besitztümer zum Beispiel vermittelt werden, von Wohnzimmereinrichtungen, Arztpraxen und meinem Headset, von Ihrem Rucksack oder Ihrer Tasche, Instanzen von Kommunikation? Sind die Handlungsmöglichkeiten, die uns natürliche oder künstliche Gegenstände eröffnen, Indexe? Zum Beispiel der Henkel einer Tasse, der uns Greifbarkeit signalisiert. Und wenn ja, handelt es sich bei dem, was uns die Tasse da mitteilt, um Kommunikation? Mit diesen Fragen enden wir für heute. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao.